Ich mache den befreiten Wandsteher, weil für mich das freie Stehen ermüdend ist. Stehen Sie an einer Wand. Rücken und Gesäß sind angelehnt. Die Knie sind nicht überstreckt. Die Füße stehen circa eine halbe Fußlänge von der Wand entfernt. Die Arme hängen frei. Den Druck unter beiden Fersen bewusst verstärken. Danach Rücken und Gesäß gleichzeitig von der Wand lösen und in den freien Stand kommen. Bewegen Sie sich möglichst langsam zur Wand zurück. Mit den Armen können Sie sich eventuell leicht abstützen. Die Übung können Sie 2 bis 3 Mal wiederholen. Achtung! Nicht mit den Armen an der Wand abrücken. Den Kopf nicht vorschieben. Den Oberkörper nicht nach vorne neigen. Die Knie nicht überstrecken. Als erleichterte Variante schlagen wir vor, die Füße etwas näher zur Wand zu stellen. Diese Übung können Sie beispielsweise immer dann machen, wenn Sie auf etwas warten. Ziel der Übung: mehr Sicherheit im Stand durch Kräftigung der Bauchmuskulatur, der Hüftbeuger und der Fußheber.